Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Castle Crush mit mir, Fred. Und wir haben heute mal wir wollen ein bisschen über das Update reden, über das Android-Update, was ja vor der Tür steht. Wir wollen allerdings als erstes mal meine Kiste öffnen. Ja. Oh, wir haben eine epische drin. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal. 68 mal den Affenpiraten, okay? Oh, 17 mal Inferno und irgendwas Gutes, komm. Irgendwas, was ich upgraden kann. Naja, Magier, es hätte schlimmer kommen können, es hätte auch besser kommen können. Gratis Kisten nehmen. Und während wir jetzt, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein Spielchen. Was habe ich denn für ein Deck? Oh, ich habe aktuell ein Wiederbelebungsdeck. Würde ich sagen, das machen wir erstmal und dann reden wir noch ein bisschen über das Android-Update. Und noch ein Update, was auch noch vor der Tür steht bei Castle Crush. Da müssen wir auch noch drüber reden, also bis gleich. So, wir spielen gegen Jordan. Und ja, also die Mail, die ich bekommen hatte, ist schon jetzt ein bisschen her, ein paar Tage. Ich habe allerdings ja, glaube ich, zuletzt nicht mehr so viel Castle Crush gemacht. Dachte mir aber, heute ist es mal wieder an der Zeit, dass wir mal wieder eine Runde spielen. Also, sie haben eine lauffähige Version von, also eine lauffähige Android-Version des Spiels. Es gibt allerdings natürlich jetzt noch so ein paar Tests, die man dann machen muss, um mal zu gucken, ob es auch stabil läuft. Das ist natürlich so das ist so dieser Hauptgrund hier, ne? Du willst, dass das Spiel gescheit läuft. Du willst natürlich vor allem auch, dass es stabil läuft. Das ist so das, ne? Und ja, dann machen wir jetzt noch so ein paar Tests. Und dann sollte das auch irgendwann funktionieren. Ah, okay. Wir haben es hier mit einem Wiederbeleber zu tun. Also wird es jetzt wahrscheinlich Wiederbelebung gegen Wiederbelebung sein. Aber okay, wir werden sehen. So, die sind jetzt kaputt. Hoffentlich macht er mich jetzt eigentlich gleich kaputt. Okay. Ja, ist eigentlich jetzt dumm, dass ich Wiederbelebung gemacht habe, denn dadurch, dass er jetzt die Hexe hatte, war es eigentlich nicht so schlau, muss ich sagen. Dadurch war es jetzt wirklich gar nicht mal so schlau. Wird ein hartes Match. Wird ein hartes Match werden. Die Frage ist nur, was wir machen jetzt. Okay, wir müssen den Skelettkönig setzen. Komm. Sieben Stück. Hm. 17 ist natürlich jetzt schon mal ein Brett, muss man sagen. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall gegenhalten. Komm. Sechs Stück. Aber es wird nicht reichen. Das ist nicht ansatzweise genug. Wir haben nur 9. Das reicht nicht. Der ist auf jeden Fall durch. Na, geh doch auf den. Ohne Witz, geh doch da drauf einfach. Okay, aber wir kriegen ihn. Oh, wir haben ihn. Wir haben ihn bekommen. Wir haben ihn down bekommen. Komm. Lass das Ei am Leben. Bringt mir jetzt gerade noch gar nichts. Alter, das ist ein hartes Match, ey. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir das gewinnen werden. Ich weiß es nicht. Sieht aktuell ja nicht so gut aus. Allerdings, warte mal. Wir könnten vielleicht noch was reißen jetzt. Oh, er hat das Match verlassen. Warum das denn? Was? Der war doch noch so gut dabei. Okay, jetzt kommt natürlich die Mega-Wiederbelebung. Plus 24, okay. Ja, wie gesagt, ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu reden und gleichzeitig zu spielen, aber wie gesagt, sie haben eine aktuell laufende, stabile Android-Version. Oh, das Wichtige ist jetzt, es dauert noch ein paar Wochen, vielleicht 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, wie viele Wochen jetzt genau, kann ich euch nicht sagen, aber es ist die Version schon mal da und das bedeutet, es wird auch nicht mehr allzu lange dauern, bis sie dann bei uns im Store ist, im Google Play Store. Das ist gut und ja, stimmt, was war denn sonst noch? Sonst hatten wir ja auch noch das Update mit dem Enchained, mit dem entfesselten Demon. Das soll, denke ich mal, noch diese Woche kommen. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich noch der Fall ist. Ob sie es diese Woche noch rausbringen, eigentlich schon letzte Woche, aber naja, gut, ihr wisst es bei den kommunizierten Sachen da. Und jetzt müssen wir mal hoffen, dass er irgendwie möglichst am Ende der Bahn, wenn er denn den Phoenix tötet, dass es am Ende der Bahn ist irgendwo. Denn vielleicht auch die Skelette noch mit dabei. Oh, Glück gehabt. Können wir wiederbeleben. Ist eigentlich jetzt dumm, dass ich das gemacht habe. Aber wir müssen mal hoffen. Ja, ich hätte warten sollen. Allerdings, die Skelette konnte ich wiederbeleben. Na, wir werden mal sehen. So. Komm. Na, bringt mir noch nichts. Er wird jetzt wieder die Pfeile setzen wahrscheinlich. Ne? Ja, die Pfeile hat er wieder gesetzt. Allerdings wird unser Phoenix das, denke ich mal, überleben. Oh, okay, da kam er raus. Nein, ärgerlich. Ärgerlich. Komm, keine Pfeile. Keine Pfeile, bitte, dankeschön. Oh, ein Drachen. Oha, der Drache. Jetzt wird's natürlich ein bisschen problematischer für uns.
Komm, mach das Ei kaputt. Sehr schön. Er wollte es noch heilen, es ging aber nicht. Und jetzt müssen wir mal eben jetzt müssen wir mal hoffen hier. Nämlich auf doppelte, ja, wenn wir vielleicht noch die Erscheinung ein bisschen größer bekommen, haben wir vielleicht eine Chance gegen den Drachen. Ansonsten sieht es etwas schwieriger aus. Aber wir haben gewonnen. Leute, wir haben eh schon gewonnen. Das ging ja schneller als gedacht eigentlich, dass wir gewonnen haben. Ja, Unchained Demon soll kommen noch diese Woche. Also quasi jetzt für euch dann die kommende Woche ab Montag quasi. Naja, wir werden mal sehen, was da noch so kommt. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch ein Spielchen. Sind jetzt einmal gerade im Flow drin hier. So, wir haben 6 Karten gespendet. Ich würde ganz gerne, ich spare echt nur auf den Extra-Kristall. Fehlt mir noch ein bisschen was. Ich fordere ihn die ganze Zeit schon an. Aber wir werden sehen. Oh, wir haben gerade einen bekommen. Wir haben gerade einen bekommen, das ist schon mal sehr gut. Und würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall noch ein Spielchen und reden noch ein bisschen weiter. Ich weiß ja, viele von euch warten sehnsüchtigst da drauf. Ich bin gegen Deutschen, gegen King König. Ja, also viele warten ja sehnsüchtig da drauf, auf den Android-Release. Und ich habe echt nur, das ist, glaube ich, boah, das ist eine der schlechtesten. Ah, ich hätte den Skelettkönig auch wegschmeißen können. Das war eine der schlechtesten Starthände, die ich hätte kriegen können eigentlich. Naja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Keine gute Starthand. Absolut keine gute Starthand. Mit etwas Glück kriege ich vielleicht gleich noch die Heilerin kaputt. Wenn sie denn mal in das... Oh, Glück gehabt. Die Frage ist, wo ist jetzt der echte Schamane? Ja, auf der unteren Bahn. Auf der unteren Bahn war der Schamane. Ja, es ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig gegen sein Deck. Hat er gut gemacht. Der King-König von die zwei. Von die zwei, Mami. So. Das wird auch nicht reichen da unten. Das wird auch nicht reichen. Der wird tot gehen jetzt. Ah, das ist so schwierig jetzt. Es ist so schwierig. Aber wir können jetzt endlich mal gleich den Skelettkönig zumindest schon mal setzen. Ein kleiner Lichtblick. Aber eben dachte ich auch, ich würde erst verlieren. Aber jetzt wird es natürlich ganz schwierig. Jetzt wird es natürlich richtig schwierig. Jetzt bräuchte ich... Gib mir noch mal die Erscheinung jetzt, komm. Eine gescheite Erscheinung, bitte. Na, ja, +7 ist zu gering, aber wir kriegen zumindest sie down. Oh, Mann, schwierig. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Schwieriges Deck, was er jetzt hier spielt. Ich kann nichts wiederbeleben. Das war's. Wir haben verloren. Ja, ärgerlich. Am Anfang schon keine Chance gehabt, mit der Starthand irgendwas zu reißen. Es ist dann schwierig. Gegen Raulik von... keine Ahnung. ich hab keine Ahnung, was das bedeuten soll. Okay. Danke. Und jetzt wird er wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen rushen. Aber wir haben ja den Phoenix. Hoffentlich setzt der Phoenix sich jetzt durch dagegen. Ah, ich hätte warten sollen. Oh, die haben den Phoenix kaputt gemacht. Sehr schön. Es kommt ein Ei raus. Nein, aber ich brauche die Wiederbelebung. Komm. Diesmal klappt es mit der Wiederbelebung. Sehr schön. Das Ei ist zurück. Das Ei des Todes. Oh, das ist genau das, was ich ja wollte. Nein, der hat mich wieder kaputt gemacht. Ey. Kannst du nicht ein einziges Mal mein Ei in Ruhe lassen, Kollege? Einmal nur. Ah, Glück gehabt. Natürlich bräuchten wir jetzt noch ein paar mehr Skelette, um halt noch ein bisschen die Erscheinung rauszuprügeln, bis die Schwarte kracht. Jetzt könnte es schon reichen, wenn er jetzt nicht die Pfeile setzt, könnten wir es schaffen. Komm. Sehr gut, da müsste jetzt ordentlich was rauskommen. 16, sehr gut. Oh, der ist tot. Das war's jetzt. Ich glaube, das war's. Ich glaube, er hat nichts mehr dagegen zu setzen jetzt. Glaube nicht. Ja, wir haben es eben gegen King König gesehen. Da war es dann doch ein bisschen schwieriger. Es ist wirklich teilweise bei diesem Deck auch immer die Sache, was erwischst du als erstes? Aber ich will unbedingt den Skelettkönig mit dabei haben. Ich will ihn nicht rausnehmen, weil er im Endgame oder im Late-Game ist er stark. Und Phoenix finde ich auch Spielspaß gegenüber Pokalen. Da muss man manchmal ein bisschen abwägen, aber ich spiele den Phoenix einfach so gerne. Gleiches gilt für den Sturmelementar, auch wenn vielleicht der Sturmelementar aktuell noch nicht so ganz so stark ist. Aber da musst du einfach mal... Ich nehme ihn trotzdem mit rein, weil es einfach extrem Spaß macht, damit zu spielen. Und ja, damit sind wir am Ende der Episode, um nochmal kurz zusammenzufassen. Es gibt eine stabile Android-Version, dauert noch 2, 3, 4 Wochen, denke ich mal, schon noch. Bleibt auf jeden Fall mal dabei. Ihr werdet es natürlich dann hier erfahren, wenn es soweit ist. Unchained Demon für alle Leute, die schon spielen können, wird, denke ich mal, jetzt in der kommenden Woche erscheinen, die Karte. Ne? Macht ja dann die anderen Karten ein bisschen teurer, es ist eine epische Karte. Und ja,
Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, Daumen nach oben, Abonnieren nicht vergessen und bis morgen. Einen schönen Sonntag noch. Tschüss.